Also unsere nächsten Spiele sind ja Magdeburg, Real Madrid und Bayern München. Davon ist eins schwer, Magdeburg. Real oder Bayern ist doch für uns nicht schwer. Da sind wir Underdog und da werden wir zeigen, was wir können. Also mir fällt das am Anfang, ist es mir ja schwer gefallen, den Namen auszusprechen. Was ist euer nächstes Spiel? Also die da aus Madrid da. Also das ist doch ganz klar. Da hast du ja einen Sprachfehler als Eintrachtler. Weil sowas träumst du ja nicht mal. Und das ist doch schon für uns was ganz Großes. Und wir fahren da nicht zum Trikottauschen hin. Das weiß ich bei der Truppe. Die Truppe wollen diesen Pokal haben und wollen wirklich diesen Supercup mit nach Frankfurt holen. Bist du noch am Träumen? Ja, mein Verein hat mir es leicht gemacht, ein Stück weit, weil Dinge sind passiert, die wir uns alle irgendwie nicht richtig haben vorstellen können. Und wir reiten auf einer Welle von Sympathie und auf Anerkennung und wir sind vor allen Dingen nicht so arrogant, dass wir jetzt im Erfolg leichtsinnig werden und blöde Dinge machen, sondern immer noch mit den beiden Füßen auf dem Boden sind. Und das macht diesen Verein einfach im Moment zum geilsten Club, den wir hier haben. Also ob wir jetzt am Nordpol oder Südpol spielen, das ist wirklich super, super egal. Und ich weiß, einer hat gerade zu mir gesagt, nach Vladivostok können wir auch fahren, da gibt es eine Eisenbahn, dauert 8 Tage von Moskau oder so. Also die scherzen damit. Jeder weiß, egal wo wir spielen, wir kommen mit genug Jungs und Mädchen. Das steht fest. Und wir kommen mit einer gierigen Mannschaft, die auch dort zeigen will, in der Champions League, was sie kann. Weil er so beliebt und so anerkannt ist, halten sie es noch aus. Ansonsten finde ich es auch, es ist grenzwertig, zweifelsohne. Sagt man ihm das auch? Ja. Ja. Wie sagst du das? Wie reagiert er auf sowas? Da ist alles gesagt. Tolles Angebot für ihn, der höchste Respekt. Der kann in Frankfurt in jede Kneipe gehen, ohne dass er bezahlen muss, sage ich immer. Der wird geliebt in der Kurve, in der Haupttribüne, bei unseren Partnern und Sponsoren. Er ist durch uns auch der beste Spieler der Euroleague-Saison geworden. Geehrt und geadelt, anerkannt, egal wo er ist, wird Philipp geehrt und verehrt. Mehr geht gar nicht. Und was er bei Juve will, wenn da Tia Maria auf der Seite spielt, der auf der Tribüne zuguckt, weiß ich nicht. Also ich habe aber in mir wirklich die Hoffnung und ein festes Gefühl, dass Philipp bei uns bleibt.